Ja, hallo, liebe Studierende. Ich bin Mujib Latif. Ich bin Professor am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und lehre an der Universität Kiel. Ich bin das, was man so langläufig Klimaforscher nennt. Ein Klimaforscher muss kennen die Prozesse in der Atmosphäre natürlich, in unserer Lufthülle, muss aber auch sehr viel wissen über die Prozesse im Meer. Und ich selber habe Meteorologie studiert, habe auch in Meteorologie diplomiert, habe aber dann schon in Ozeanografie promoviert und habilitiert und bin jetzt wieder Professor in der Abteilung für maritime Meteorologie. In der Lehre selbst haben wir diese Teilung zwischen Atmosphäre und Ozean aufgegeben. Der Bachelor-Studiengang heißt jetzt Physik des Erdsystems und der Master-Studiengang, den wir auf Englisch durchführen, der lautet Climate Dynamics. Ja, wir wollen uns heute mit der Lerneinheit Klima und Erdsystem beschäftigen und das Ganze gliedert sich im Wesentlichen in drei Teile. Die Episode 1 beschäftigt sich mit den Erdsystemkomponenten. Also wenn wir über Klima sprechen, müssen wir ja über das Erdsystem sprechen, das ja aus verschiedenen Komponenten besteht. Diese verschiedenen Erdsystemkomponenten haben eben auch ganz unterschiedliche Zeitskalen, auf denen sie schwanken, auf denen sie reagieren. Dann wollen wir uns mit Klimaschwankungen beschäftigen. Warum schwankt das Klima eigentlich? Es hat ja immer geschwankt. Im Fokus steht natürlich, was aber nicht jetzt im Rahmen dieser Lerneinheit im Vordergrund steht, immer der anthropogene Klimawandel. Aber um den besser beurteilen zu können, muss man natürlich wissen etwas über die natürlichen Klimaschwankungen. Und zum Schluss werden wir im Rahmen eines Interviews noch ein paar Fragen aufgreifen. Ja, also die Lernziele dieser Episode sind zunächst einmal, dass wir die klimabestimmenden Prozesse kennenlernen und auch deren Wechselwirkung untereinander benennen können. Dann müssen wir verstehen, dass sich eben Klimaänderungen, je nachdem, welche Erdsystemkomponenten beteiligt sind, auf ganz unterschiedlichen Zeitskalen entwickeln können, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Und schließlich, ganz wichtig, der Unterschied zwischen Wetter und Klima. Denn wenn man den nicht kennt, wird man auch in einer Diskussion, über Klimawandel nicht bestehen können. Ja, fangen wir mal an. Wenn wir über Klima sprechen, müssen wir erstmal konstatieren, dass Klima nichts Statisches ist. Klima schwankt auf ganz unterschiedlichen Zeiträumen und wir müssen verstehen, warum das so ist. Und um das zu verstehen, müssen wir uns erst einmal mit dem System beschäftigen, in dem eben diese Klimaprozesse ablaufen. Und obwohl wir ja, Klimaänderung im Wesentlichen durch Änderungen in der Lufthülle wahrnehmen, werden Klimaänderungen nicht notwendigerweise in dieser Lufthülle, in der Atmosphäre verursacht, sondern eben auch vor allem in den anderen Erdsystemkomponenten, wie zum Beispiel in den Meeren oder auch die kontinentalen Eisschilde, also die dicken Eispanzer Grönlands und der Antarktis sind da wichtig. Biologische Prozesse sind wichtig und so weiter. Und wir wollen uns zunächst einmal mit diesen einzelnen Subsystemen, wie wir sagen, beschäftigen. Nun, die Atmosphäre natürlich ist das Medium, das uns umgibt und die Atmosphäre hat eine ganz interessante Zusammensetzung. Also das Hauptgas ist Stickstoff, das trägt ungefähr 78% zur Erdatmosphäre bei. Dann kommt Sauerstoff mit etwa 21%. Und dann haben wir schon 99% alleine durch Stickstoff und Sauerstoff. Nun, wenn das die beiden einzigen Komponenten unserer Lufthülle wären, hätten wir hier unten eine Eisfläche.
Wüste. Das heißt, es fehlt noch etwas ganz Entscheidendes, um unser Klima lebensfreundlich zu machen. Und das, was fehlt, nennen wir die sogenannten Spurengase. Da ist zum Beispiel Wasserdampf, also die flüssige Form des Wassers kennen wir ja alle, aber die gasförmige Wasser, das nennen wir eben Wasserdampf. Gase sind unsichtbar, das können wir nicht sehen, aber Wasserdampf ist natürlich immer in der Luft. Das ist ein ganz wichtiges Gas. Dann Kohlendioxid ist ein ganz wichtiges Gas. Wenn wir mal das Kohlendioxid nehmen, von dem ja sehr viel auch die Rede ist im Zusammenhang mit dem anthropogenen Klimawandel, dann hat das heute einen Anteil an der Erdatmosphäre von nur 0,039%. Ich sagte ja, Stickstoff 78%, Sauerstoff 21%. Also es sind wirklich Spurengase. Deswegen heißen sie auch Spurengase, weil sie nur in winzigen Spuren in der Atmosphäre vorkommen. Dann gibt es noch ein paar andere, wie Methan oder Lachgas, N2O. Und dann haben wir eigentlich schon die wesentlichen Gase in unserer Erdatmosphäre. Nun, die Erdatmosphäre hat zum Glück diese Spurengase. Und diese Spurengase, die machen etwas, das wir als Treibhauseffekt bezeichnen. Der Treibhauseffekt garantiert die milden Bedingungen auf unserer Erdoberfläche. Und dieser Treibhauseffekt, der wird eben von diesen Spurengasen produziert. Diese Spurengase, die wirken so ähnlich wie das Glas in einem Treibhaus. Sie lassen zwar die Sonnenstrahlung durch, aber sind schlecht transparent für die Wärme, die versucht, von der Erdoberfläche wieder in den Weltraum zu entweichen. Und da spielen Begriffe wie Absorption und Emission elektromagnetischer Strahlung eine wichtige Rolle. Hochkomplizierte physikalische Prozesse, die man nur mit Hilfe der Quantenphysik verstehen kann, aber die man trotzdem in gewisser Weise integral verstehen kann durch einfache physikalische Gesetzmäßigkeiten. Nun, unsere Temperatur gemittelt über den ganzen Erdball beträgt in etwa so plus 15 Grad ohne diese Treibhausgase, wie wir sie auch nennen, ohne Kohlendioxid, ohne Wasserdampf, ohne Methan, hätten wir eine Erdtemperatur von etwa minus 18 Grad und Leben hätte sich vermutlich nicht entwickelt. Nun, die Atmosphäre ist ein System, das relativ schnell variiert. Das kennen wir ja über die Wetterabläufe, so die typische Lebensdauer eines Tiefdruckgebiets beträgt in etwa 5, 6, 7 Tage. Dann kommt schon das nächste angerauscht oder wir haben dann vielleicht ein Hochdruckgebiet. Und die Atmosphäre selbst reagiert auch ziemlich schnell. Wenn wir also irgendwelche äußeren Einflüsse haben, reagiert die Atmosphäre sehr, sehr schnell auf diese äußeren Einflüsse. Demgegenüber gibt es Erdsystemkomponenten, wie beispielsweise die Meere, die sehr viel langsamer reagieren, die auch sehr viel langsamer schwanken. Meeresströmung beispielsweise, die Golfstromzirkulation, die schwankt zwar auch von Monat zu Monat, aber die klimarelevanten Schwankungen, die finden noch meistens im Bereich von Jahren, Jahrzehnten, möglicherweise sogar Jahrhunderten statt. Im Prinzip kennt jeder die Rolle der Ozeane für das Klima. Der Golfstrom beispielsweise garantiert ja die milden Winter im westlichen, nordwestlichen Europa. Ohne den Golfstrom hätten wir Winter, die deutlich kälter wären. Das wissen wir, wenn wir auf die andere Seite des Atlantiks gucken, nach Kanada beispielsweise. Dort haben wir ja sehr, sehr heftige Winter. Daran kann man schon ermessen, wie wichtig Meeresströmungen für das Klima sind, wie wichtig aber auch der Wärmetransport durch die Meeresströmungen sind. Die Ozeane speichern auch sehr viel Wärme, geben sie auch wieder sehr langsam ab. Das kann man beispielsweise an den Jahreszeiten erkennen, obwohl ja die Sonne ihren Höchststand im Juni erreicht, erreicht die Temperatur eben nicht im Juni ihre höchsten Werte, sondern etwas später im Juli. Und das liegt einfach daran, dass die Meere erstmal Wärme aufnehmen und sie dann wieder langsam erst abgeben.
Nun, wir unterscheiden verschiedene Schichten des Ozeans. Da ist zunächst die oberste Schicht, die sogenannte Deckschicht, im Englischen Mixed Layer. Die steht im direkten Kontakt mit der Atmosphäre. Die reagiert relativ schnell, weil sie eine nicht so große Wärmekapazität hat. Aber darunter haben wir die Tiefsee. Die Tiefsee ist sehr langsam, die Strömungen sind relativ langsam. Und die Tiefsee hat natürlich ein enormes Vermögen, Wärme aufzunehmen. Und deswegen, wenn die Tiefsee involviert ist, bedeutet das automatisch, dass Schwankungen im Allgemeinen sehr, sehr langsam vonstatten gehen. Aber diese Schwankungen, obwohl sie langsam vonstatten gehen, sind enorm wichtig, denn das sind Schwankungen, die passieren auf den Zeiträumen, auf denen sich beispielsweise auch die globale Erwärmung entwickelt. Und da weiß man a priori eben nicht, ist eine Schwankung jetzt auf den Menschen zurückzuführen oder wird sie ohnehin passieren. Nun, die Ozeane haben nicht nur den direkten Einfluss auf das Klima, beispielsweise dadurch, dass sich ihre Meeresströmungen ändern und dass sich infolgedessen Wärmetransporte ändern, sondern sie nehmen auch Spurengase auf, wie beispielsweise CO2. Und auch dadurch sind sie klimarelevant, denn in gewisser Weise beeinflussen sie dadurch eben den atmosphärischen Treibhauseffekt. Je mehr Treibhausgase in der Luft sind, umso stärker der Treibhauseffekt, umso wärmer ist es. Aber ab und zu nehmen die Meere auch mehr dieser Treibhausgase auf, dann entziehen sie der Atmosphäre diese Gase und dann schwächen sie den Treibhauseffekt und dann wird es eben etwas kälter auf dem Planeten. Also es ist eine ganz wichtige Rückkopplung zwischen Physik und Biogeochemie. Weitere Erdsystemkomponenten sind beispielsweise die kontinentalen Eisschilde. Die kontinentalen Eisschilde, Grönland, Antarktis, haben auch verschiedene Funktionen. Zum einen halten sie den Planeten relativ kalt. Zum anderen produzieren sie aber auch Schwankungen auf ganz, ganz langen Zeiträumen. Denn man kann sich ja vorstellen, wenn diese kontinentalen Eisschilde wachsen oder schrumpfen, nehmen sie ja entweder Wasser auf oder sie geben Wasser ab, sodass das eine direkte Relevanz für den Meeresspiegel besitzt. Und Meeresspiegelschwankungen erfolgen dementsprechend dann eben auch auf relativ langen Zeiträumen, wenn die kontinentalen Eisschilde hier involviert sind. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch die Biologie, die Vegetation beispielsweise auf Land, denn die Vegetation beeinflusst beispielsweise den Wasserkreislauf über Verdunstung, nimmt aber auch Niederschlag auf, speichert Wasser, beeinflusst aber auch die sogenannte Albedo, das heißt das Rückstrahlvermögen der Erdoberfläche. Helle Flächen reflektieren sehr viel Sonnenstrahlung zurück, dunkle Flächen eben weniger. Die Biosphäre im Meer hat auch ganz wichtige Aufgaben im Zusammenhang mit dem Kohlenstoffkreislauf, denn CO2 wird ja nicht nur chemisch vom Meer gelöst, sondern auch über die biologische Produktion aufgenommen und teilweise in die Tiefsee verfrachtet. Insofern spielen die biologischen Prozesse sowohl an Land als auch im Meer eine ganz wichtige Rolle für das Klima auf diesem Planeten. Nun, die unterschiedlichen Zeitskalen im Erdsystem, also Atmosphäre ganz schnell, relativ geringe Wärmekapazität, die Ozeane schon träger, relativ große Wärmekapazität, bis hin zu den kontinentalen Eisschilden, die nochmal ganz andere Zeitskalen, sehr lange Zeitskalen aufweisen, deuten schon an, dass Klimaänderungen, je nachdem, welche Komponente jetzt involviert ist, auf ganz unterschiedlichen Zeiträumen stattfinden können. Also gäbe es nur die Atmosphäre und würde sie nicht in Wechselwirkung stehen mit den trägen Komponenten, also beispielsweise mit dem Meer, dann hätten wir ein relativ schnell fluktuierendes Klima und die
Schwankungen werden in erster Linie auf kurzen Zeitskalen. Die trägen Komponenten, die bringen eben jetzt diese etwas längerfristigen Zeitskalen mit ins Kalkül hier. Das sehen wir auch an verschiedenen Parametern. Wir sehen beispielsweise, wenn wir uns die Hurricane-Aktivität ansehen, also im Atlantik, dass die also ausgeprägte Schwankungen aufweist von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Wir haben immer das Gefühl, dass dann, wenn sich etwas langsam ändert, der Mensch dafür verantwortlich ist, aber das ist keinesfalls immer der Fall. Also gerade im Atlantik sehen wir ausgeprägte Schwankungen der Meerestemperatur infolge von Schwankungen der Meereszirkulation, der dreidimensionalen Meereszirkulation. Und diese Schwankungen teilen sich natürlich dann auch den atmosphärischen Größen mit, wie zum Beispiel der Hurricane-Aktivität. Wenn beispielsweise der tropische Atlantik jahrzehntelang eher warm ist, dann haben wir auch eine eher stärkere Hurricane-Aktivität, weil mehr Wasser verdunsten kann, dadurch mehr Energie solchen Hurricanes zur Verfügung steht. Umgekehrt, wenn wir eher kühlere Temperaturen haben, und dabei geht es vielleicht um Temperaturschwankungen von einem halben, vielleicht maximal einem Grad, also relativ kleine Temperaturschwankungen, wenn wir also eher kältere Bedingungen im Atlantik haben, haben wir eben auch eine schwächere Hurricane-Aktivität. Man kann sich auch den Sahel-Niederschlag beispielsweise hernehmen, den Regen in der Sahelzone, der auch sehr stark von Jahrzehnt zu Jahrzehnt schwankt und eben auch die Ursachen dieser Niederschlagschwankungen in der Temperatur des Atlantiks zu suchen sind. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man auch die trägen Komponenten mit berücksichtigt, denn nur wenn man auch die Dynamik in diesen trägen Komponenten versteht, kann man überhaupt verstehen, warum Klima eigentlich auf diesen etwas längeren Zeiträumen dann schwankt. Nun, eine Sache, die noch ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist der Unterschied zwischen Wetter und Klima. Also das wird ja oft durcheinander geworfen. Wetter ist eben nicht Klima und Klima ist nicht Wetter. Es gibt da einen Spruch, der lautet, Klima ist das, was wir erwarten, Wetter ist das, was wir bekommen. Und das deutet schon so ein bisschen an, in welche Richtung das geht. Wetter sind die kurzfristigen Schwankungen der Atmosphäre, also das Vorbeiziehen von Hochs und Tiefs und solchen Geschichten. Klima ist die Statistik des Wetters. Das heißt, die Statistik des Wetters gemittelt über mehrere Jahrzehnte. Das heißt, ich beobachte an einem Ort das Wetter, Temperatur, Niederschläge und so weiter. Dann mittelt man im Allgemeinen über einen 30-Jahres-Zeitraum und das gibt einem dann das Klima an diesem Ort. Man betrachtet aber nicht nur den Mittelwert. Also wenn wir die Temperatur hernehmen, dann wäre der Mittelwert an einem Ort beispielsweise 10 Grad. Man möchte aber auch wissen beim Klima, wie ist die Verteilung der Temperatur? Das heißt also, wie schwankt dieser Wert von 10 Grad? Und die meisten von Ihnen kennen vielleicht so eine typische Gauss-Verteilung. Meistens ist die Temperatur Gauss-verteilt, also diese Glockenkurve in der Mitte, da wo der Berg der Kurve ist, da ist der Mittelwert, das heißt, es ist der häufigste Wert und dann zu den Seiten hin flacht das ab. Das heißt also, es können dann entweder höhere Temperaturen oder auch niedrigere Temperaturen vorkommen, aber mit einer deutlich geringeren Wahrscheinlichkeit. Und am Rand dieser Glockenkurve, da sind die Extreme, rechts am Rand die warmen Extreme, links am Rand die kalten Extreme. Und all das muss man eben angeben, wenn man das Klima an einem Ort tatsächlich beschreiben möchte. Nun, das Klima ändert sich, also wenn man beispielsweise zwei 30-Jahresperioden miteinander vergleicht und die sind unterschiedlich, dann liegt eine Klimaschwankung vor. Und die interessante Aufgabe ist dann natürlich zu verstehen, warum sich das Klima eben geändert hat. Zum Klima selbst, man muss natürlich auch alle Variablen angeben. Also nur die Temperatur reicht nicht. Man muss auch die Statistik des Niederschlags angeben oder beispielsweise die Sturmstatistik. All diese Geschichten gehören eben auch zum Klima.
Und interessant ist auch der Begriff Klima an sich. Denn der Begriff Klima ist schon in gewisser Weise ein Programm. Denn Klima, der Begriff Klima kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Neigen oder Neigung, kommt von Klinein, Neigen. Und das deutet einfach die Neigung der Erdachse an. Und weil die Erdachse, die Rotationsachse der Erde geneigt ist, gibt es überhaupt Jahreszeiten. Denn es ist nicht egal, auf welcher Seite der Sonne die Erde steht, ob sie auf der rechten oder auf der linken Seite steht, wegen der Neigung der Erdachse bekommt eben, wenn die Erde auf der einen Seite steht, eine Halbkugel mehr Sonne ab als die andere, und dann nach einem halben Jahr, wenn die Erde auf der anderen Seite steht, bekommt eben die Halbkugel, die vorher wenig Sonne abbekommen hat, mehr Sonne ab. Das heißt also, der Begriff Klima, der Wortstamm erklärt letzten Endes die Jahreszeiten, und insofern steckt im Begriff Klima nicht nur sozusagen das mathematische Konstrukt, dass man das Wetter an einem Ort über mehrere Jahrzehnte mittelt, sondern in dem Begriff Klima steckt eben auch schon so etwas wie Klimaänderung, halt die Jahreszeiten, etwas längerfristiges als sozusagen das schnelllebige Wetter. Ja, das sind also die wesentlichen Inhalte in dieser Episode. Also wenn wir über Klima sprechen, dann müssen wir immer das Gesamtsystem betrachten, nicht nur die Atmosphäre, über die wir das Klima wahrnehmen oder Klimaänderungen wahrnehmen, sondern eben auch die anderen Erdsystemkomponenten, die ganz entscheidend dafür sind, wie sich das Klima an einem Ort darstellt. Wir alle wissen, es gibt so etwas wie das maritime Klima, ein relativ moderates Klima, aber dann gibt es auch das kontinentale Klima mit sehr starken Temperaturänderungen. Dann müssen wir halt verstehen, dass diese verschiedenen Erdsystemkomponenten ganz unterschiedliche interne Zeitskalen besitzen und deswegen das Klima auch auf einer Fülle von Zeitskalen schwankt. Und schließlich müssen wir gerade im Hinblick bei der Diskussion um den anthropogenen Klimawandel unterscheiden zwischen Wetter und Klima. Und das kann man eigentlich nur, wenn man tatsächlich die mathematische Beschreibung des Klimas hernimmt, um dann wirklich sauber trennen zu können, was sind Wetterschwankungen und was sind klimatische Schwankungen. So, ja, das war's im Wesentlichen. Ich habe hier noch ein paar Hinweise für das Selbststudium. In so einer Episode kann man natürlich Dinge nur anreißen. Es gibt aber sehr schöne Literatur, wo man das Ganze nochmal vertiefen kann. Dann haben wir eben tatsächlich auch diese Literatur zusammengestellt, aber das entbindet sie natürlich nicht, nochmal selbst zu recherchieren und vielleicht nochmal andere Literatur hinzuzuziehen. Und bei der nächsten Episode wollen wir uns dann mit Klimaschwankungen beschäftigen. Es gibt ganz verschiedene Klimaschwankungen, und das werden wir uns dann etwas detaillierter mal ansehen.